Moinsen und willkommen zurück bei Surviving the Aftermath. Ja, unsere Kolonie namens Last Hope ist am florieren. Wir haben ordentlich was auf die Beine gestellt bekommen in der letzten Folge und der ersten Folge. Wir haben hier einen Fallensteller, einen Fischer, wir haben sogar schon jeweils ein Feld Kartoffeln, ein Feld Mais angebaut. Die arbeiten hier fleißig mit dem Holz. Hier haben wir auch schon einen Recycler, der buddelt hier fleißig und bis jetzt haben wir sogar schon, sehe ich gerade, Fasern und Plastik haben wir auch schon. Wunderbar. Was machen wir jetzt in dieser Folge? Bis jetzt kriege ich noch keine neuen Hinweise. Wir können ja mal gucken, was wir alle so haben. Haben wir alles schon. Recycler. Schiffzug. Metall. Abfallstoffe aus Metalllagern. Metall ist ein wichtiges Baumaterial und die Ab. Ah, okay. Ein Sägewerk. Förster. Züchtet Sprossen und Pflanzen in der bestimmten Arbeitszone Bäume. Stellt einen wichtigen Rohstoff dar. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ein Förster. Ja, noch haben wir noch genug Holz. Ja, so ist es nicht. Was wir erstmal sammeln können. Und danach würde ich mich hier ein Sägewerk hinstellen und einen Förster gleich daneben, damit er diesen Bereich dann immer mit Holz voll macht. Da brauchen wir Blech für. Aha, aha. Seht ihr? Sägewerk, Blech. War also wichtig, dass wir es nicht ausgegeben haben. Ein Schneider bringt Klamotten und du bringst Werkzeug. Medizinische Zelt. Bleche. Kolonisten brauchen Nahrung. Die Kolonisten werden hungrig. Spierenfang sind die überall in der. Was? Sind die überall in der Kolonie zu finden? Wildbeeren, einfachste Nahrungsquelle. Sammeln sie ein, indem sie die Arbeitszone aus. Oh, Lebensmittellager brauchen wir. Fische sollten fallen, die Beeren sind überflüssig, stabil. Eine Übergangslösung. Okay, also brauchen wir ein Lebensmittel. Ne, halt, warte mal, wir haben doch ein Lebensmittellager. Ist das kein Lebensmittellager? Klar. Arbeitszone festlegen. So, guck mal, da kriegen wir. Dreimal Beeren zusammen. Da siehst du wohl. Ach, denn ist das hier Fisch, was er bringt, oder was? Tatsache. Er bringt Fisch. Okay. Und Fleisch bringt mir auch schon einer. Da läuft er richtig gut. So. Das funktioniert. Wir haben nur noch einen einzigen Träger frei. Achso, weil die jetzt eine Nahrung sammeln. Okay. Vier. Das überlege ich. Dann machen wir als nächstes. Oder? Hier ist eine Weltkarte. Wollen wir mal die Weltkarte angucken? Farm, Ressourcen, Dörrfleisch, Gefahren 0. Wie können wir da hin? Dafür brauchen wir bestimmt einen von diesen Experten. Ups, so, gehe ich wieder raus. Und dafür müssen wir das hier aufbauen. Okay, Torruin. Das Tor. Oh, da brauchen wir aber auch Blech für. Hätten wir, warte mal, da müssen wir vielleicht erstmal auf Blech gehen. Metall. Metall, Metall, Metall. Ressourcen. Er macht Metall, ne? Ja. Er hat immer da immer Metall. Da hat man Metall. Oh, hier hat man zweimal Metall. Ja, pass mal auf, dann stelle ich dahin.
Ja, das passt. Dann soll er bauen. Haben wir jetzt einen Arbeiter 6, Erwachsene 7, Kinder 3, Träger. Ein Träger bloß. Ja, warte mal, da müssen wir hier mal ein abziehen von. Du hast bloß ein, du hast bloß ein. Habe ich irgendwo mehrere? Ertrag. 7 mal Mais. 7 mal Kartoffeln. Nee, ich warte noch, bis das voll ist, das Feld. Macht noch nicht wirklich Sinn, jetzt zu ernten. So, wenn er Metall farmt für uns. Und hier noch zwei Steine. Haben wir gleich, okay. Dann können wir das Tor ausbauen. Dann können wir uns mal in die Weltgeschichte wagen. Zement, Zement. Bretter, Bretter ist gleich weg hier. Die zwei Bretter. Danach suchen wir uns ein neues Arbeitslager aus. Ich glaube, ich gehe dann erstmal auf Steine. Kaninchensaison. Die Kolonisten wollen eine neue Falle ausprobieren. Drei Kolonisten erklären dir, dass sie an einer neuen Fallenart für die Jagd auf Kaninchen gearbeitet haben. Die Gruppe will sie überall rund um das Lager aufstellen. Die Vorrichtung sieht funktional aus, aber die Gruppe losziehen zu lassen, birgt Risiken. Komm. Die Gruppe kehrt endlich zurück, aber ist völlig niedergeschlagen und erschöpft. Die Kaninchen haben sich von den Fallen nicht austricksen lassen. Das Umherwühlen im verseuchten Boden hat einige Hündisten sehr krank gemacht. Ah, verdammt. Baue das Tor, ja. Nein, die sind krank. Okay. Warte, 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 warte. Grabgrube. Eine Besch ach so, nee, 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 nee. Wir wollen hier ein medizinisches Zelt. Schnell. Irgendwie, wo, wohin? Kriegen wir denn noch? So, machen wir es so. Das ist ja doof. Warte mal, dann machen wir die Priorität hierfür ganz hoch. Haben wir so viel? Ja, haben wir. Blech haben wir dann weniger. Aha. Aha. Oh oh. Schade, hat geklappt. Priorität niedrig. Das muss hier schnellstmöglich gebaut werden. Das werden wir beschleunigen. Aber irgendwie passiert hier gar nichts. Oh oh. 105. Warten auf Ressourcen. Leute! Baut! Ah, jetzt. Gut. Jetzt aber schnell, schnell, schnell. Sag mal her, wie sieht's denn aus mit dir? Oh. Müsste gerade so funktionieren. Ich hoffe, dass wenn die dann reingehen, auch automatisch dann geheilt werden. Ja. Dürfen die auf keinen Fall verlieren. Das wäre ganz, ganz schlecht. Ha? 61 Leben. Hm? Warum hat der eigentlich mehr Leben als die andere? Der Einsatz von Mutterblätten beschleunigt den Heilungsprozess. Okay. Ist ja fast so weit. Wir beschleunigen nochmal. Ich guck mal, jetzt zeigen wir mal den Kerl an. 74, 73. 52, 52. 50. Fertig?
Ne, gleich. So, fertig. Hä? Wird behandelt. Keinen freien Träger übrig. Ha? Einer wird behandelt. Wo ist denn der? Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Ja. Bewohner. Okay, jetzt werden sie behandelt. Sehr schön. Gott sei Dank Schwein gehabt. Puh. Aber wir haben keinen Träger frei. Dann hör mal auf zu arbeiten hier. Essen muss weiterhin laufen. Ist es jetzt fertig hier? Kann man das ernten? Baut an 68%. Ach so. Ah, ist also nicht mal annähernd so weit. Okay, gut. Warten wir noch weiterhin. Wir haben ja Essen, haben wir ja einiges. Das ist ja nicht das Problem. Medizinische Zelt. Sehe ich nicht, wie weit sie sind. Aber die Behandlung läuft ja eigentlich relativ fix. 70, 80, 90, Gott, 97, 98, 99, 100. Wow. Haha, er ist wieder gesund. Sehr schön. Dann können wir dann wieder da einen reinpacken. Ah ne, er ist ja bloß. Ne, geht noch nicht. Schneller machen, 20, 30, 40, 50, 55, weil, ah, jetzt geht's weiter, okay. Jetzt geht's weiter. So, auch wieder geheilt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal hier das Ding auf. Oh, was ist das? Technologiebaum, Nahrung. Gemeinsames Essen. Verdiene Wissenschaftspunkte auf der Weltkarte. Ah. Okay. Gut. Ja, dann muss ich unbedingt das Ding hier aufbauen. So. Zack. Hey, da ist irgendwas. Zwei Kolonisten kommen mit einem Funken in den Augen auf dich zu. Eine alte Mülldeponie wurde ganz in Nähe entdeckt. Wahrscheinlich wegen des Gestanks. Beim Geruch dreht sich einem der die Eingeweide um. Aber genau diese Tatsache hatte möglicherweise bis jetzt die Plünderer ferngehalten. Das könnte bedeuten, dass dort noch wertvolles Zeug liegen könnte. Eine Expedition dorthin könnte sich zwar lohnen, aber sie wäre ohne die richtige Ausrüstung in erster Linie gefährlich. Eine Extralage Kleidung und ein Werkzeugsatz würden sehr hilfreich sein. Gib den Leuten eine Ausrüstung. Lehnt ihr bitte. Okay. Die beiden Kolonisten kehren zurück und verströmen ein Gestank, der jegliche Forschungsgabe übersteigt. Die Expedition stieß unterwegs auf ein paar kleine Hindernisse. Und wie es nicht anders zu erwarten war, fing sich einer der beiden irgendeine Krankheit ein. Sie sind jedoch nicht komplett mit leeren Händen zurückgekehrt. Allerdings sind beide sichtlich von ihren Ausbeutern enttäuscht. Zwei Kleidung haben wir bekommen. Naja. Toll. Und ein Infizierter. Wo ist denn der? Da. Dann gehen wir schnell hier zum Onkel Doktor. Ich glaube, Arbeitszone festlegen. Machen wir jetzt mal hier hin. Dann ist gar nichts mehr. Dann können wir nämlich. Obwohl, nee, er sammelt. Ah, ja, komm, die eine Beere da, Alter. Hallo. Was ist mit dir los? Verletzt. Eine Verletzung kann zu einer kontinuierlichen Verschlechterung der Gesundheit führen, bis ein Täter oder Arzt sich darum kümmert. Okay, jetzt ist der Zwerg da reingerannt. Ich glaube ja, ne? Zum Glück haben wir
Den Doktor, Alter. Jetzt hätten wir sonst ja schon zwei Leute verloren. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, die tragen das dahin. 15 haben wir. Ah, haben wir nicht. Kacke. Dann musst du ja jetzt weiter arbeiten erstmal. Nee, halt, warte mal. Das ist ja Quatsch. Ach, der arbeitet ja. Okay, er arbeitet dran, ne? Dann ist gut. Was ist hier? Was liegt darum? Kleidung. Wollen wir mal beschleunigen? Achso, ne, der wird ja gerade geheilt. Alles gut. Alles gut. Bretter 0. Dann kann er da hingehen, das sind auch Bretter. Baut er das Tor lagisch ist leer. Au, oh, Bretter aufgebraucht. Arbeitszone festlegen. Wo kriege ich noch ein paar Bretter her? Da und hier. Wie viele sind da noch? 5. Gut. Dann such da die Bretter. Wie viele Bretter brauchen wir denn noch? Oh, das kann losgehen jetzt. Priorität ist da. Ist fertig. Quatsch, die Materialien. Jetzt baut er, oder? Ne, er baut nicht. So, hier werden alle geheilt. Okay, da können wir den rausschicken. Jetzt bauen sie. Okay, sehr schön. Jetzt bauen sie. Dann können wir hier wieder einen reinsetzen. Da schlafen alle. Plastikmüll. Erntet. Oh, die ernten alleine. 24 Mais. Oh, zack. Achso, sie erntet, sobald du fährst. Aha, okay. Na, das lohnt sich doch. 24 mal Mais. Das ist doch was. So, wie sieht es hier aus? Das geht voran. Ich glaube, den reiße ich mal ab demnächst und baue mal einen größeren hin. Das läuft hier alles wunderbar. Das Tor ist auch gleich soweit. Und normale Geschwindigkeit. Gleich haben wir. So, die Kolonisten wollen reden. Na, was nu? Eine Reihe der Kolonisten hat ein Fahrzeug entdeckt, das in einer tiefen Spalte versteckt. Daran könnten sich noch ein paar nützliche Dinge verbergen, aber ohne die richtige Ausrüstung gestaltet sich der Abstieg als gefährlich. Sie wollten es aber dennoch versuchen und behaupten, dass die Anstrengung es wert sein kann. Oh Gott. Ah, die Gruppe stellt seit einem Mitglied hinab, das ist etwas tatsächlich ein Allradfahrzeug eingeklemmt, aber es ist nur wenig Platz und der Rabstützen Steine rasseln unheilvoll auf die Karosserie hinab. Die meisten Türen sind eingerostet, aber nach einigen Geächze und einer erlesenen Auswahl von Schimpfwörtern gelingt es einen Stapel mit Beute an die Oberfläche zu befördern. 6 Kleidung, 3 Medikamente. Oh, das ist cool. Schön. So. Ist das hier soweit? Ist das fertig oder was? Oh, was nun? 3 Erwachsene und keine Kinder. Vorräte, bringen sie Fisch mit? Seile oder sowas? Plätti. Aktivitäten tut nichts. Eine wunderbare Abenteuerin aus dem hohen Norden. Sie vergibt
die vorgibt, dass sie in der Katastrophe der Kaiserin von Schweden war. Eine enthusiastische Stadtplanerin, die ohne große Decken ihre Truppen ins Gefecht steckt. Angeblich war sie auch Mitglied eines Zauberkults und hat Außerirdische bei der Besetzung der Galaxie geholfen. Wie man also sieht, eine sehr talentierte Frau. Ja, ja. Erkundung, plündern, forschen. Ja, nur ist die Frage, was ist die maximale Levelzahl, die man haben kann? Hey du, vergeudest deine Zeit damit. Ich habe gehört, dass die Hälfte des Kontinents von einem massiven Sturm heimgesucht wurde. Wenn der hier ankommt, sind wir alle Geschichte. Ja, komm, wir nehmen sie an. Wir nehmen sie an. Wir können alle möglichen Leute hier brauchen. Ein Sheriff. Okay. Ah, jetzt können wir hier Zugriff auf die Weltkarte. Die Weltkarte ist jetzt geöffnet und andere Überlebende treffen nach und nach in deinem Tor ein. Spezielle Weltkarte beachten, dass sie kann passiert ohne Weltkarte für. Okay, ich soll also Pause drücken. So. Aktionspunkte drücke hier mehr und mehr zu fahren. Alle Aktionen auf der Weltkarte, wir brauchen Aktionspunkte. Jede Bewegung erfordert ein AP pro Sechseck. Oder mehr, wenn du dich durch schwieriges Gelände bewegst. Aktionen wie das Plündern, Spähen, die Forschung und die Angriffe verbrauchen alle verbleibenden AP-Spezialisten müssen sich dann 6 Stunden lang erholen, um ihre Aktionspunkte wieder aufzufüllen. Die Anzahl der AP hängt von der Erkundungsfertigkeit des Spezialisten ab. Aha. Das heißt also, wenn ich will, dass du jetzt dahin gehst, klicke ich dich an und mach Rechtsklick. Und jetzt suchst du und hast es gefunden. Hast du jetzt was gefunden oder? Null. Ach, guck mal da, klar, sie hat 16 Mal. Oh, nice. Ja, wunderbar. Was haben wir denn hier jetzt Schönes für ein Problemchen? Ach, ein Obdachloser. Okay, ein Obdachloser. Dann machen wir nochmal ein... Warte mal, wir haben 13. Und sowas hier bringt für 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann müssen wir eine Notunterkunft bauen. Rechtsklick. So. Dann baut ihr mal da fleißig. Oh, Wasser reicht nicht. Okay. Warte mal. Speichert Wasser ein notwendiges Gebäude, wenn der Verbrauch plötzlich die Produktionsmenge übersteigt? Ah. Okay. Ich verstehe. Ja, dann knallen wir das da rein. 3 Kulissen obdachlos. Ja, ja, ich weiß. 2 Steine. Uns mangelt es an Steine. Dann müssen wir jetzt schnell Steine suchen. Steine, Steine, Steine. Da. Haben wir noch woanders Steine eventuell? Da, 16 Stück. 15. Na, die laufen schon dahin, ne? Kann das sein? Ja, okay, gut, dann passt das. Dann ist das nicht so schlimm. Gut. Okay, dann würde ich sagen, ist es für die Folge auch ausreichend. Wir haben das Tor zur Welt geöffnet. Wir haben hier eine Produktion von Metall. Hier eine Produktion von Fasern. Und was war das andere? Plastik, genau. Essenmäßig sieht es auch gut aus. Hier könnte man eigentlich kultiviert. Achso, er macht schon. Okay, gut, nein, lassen wir da. Nahrungsmittel hier läuft auch ganz gut. Ja, wir haben eigentlich genügend, ne? Wo ist das jetzt eigentlich nicht?
Alles klar. Gut, dann sage ich jetzt mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir mal, was uns noch so alles erwarten wird. Bis dann.